Eine X01 Power-Rüstung. Ich habe ja schon eine T60 gefunden gehabt, aber ab Level 30 kann ich die erst tragen. Wie schlecht kann man denn treffen? Hier kamen ja mehrere, genau. Das war's ja. Alles klar. Aber ich will ja gar nicht hin. Hier war nur mein Startpunkt. Ich will ja dahin. Dann gucken wir noch mal, was da so ist. Ja, für ein Fallout 4 mit Multiplayer 60 Euro ist ziemlich happig. Mhm. Wenn man das so sieht. Man gut, die ganzen... ganzen Holomänner und sowas müssen auch gemacht werden, aber und die Landschaft, die ist ja jetzt auch nicht, also ich kann es nicht beurteilen, aber dadurch, dass da, ja, aber wer sagt denn, was sie beim Fallout 5 hätten sie wahrscheinlich auch nur eine andere Welt reingesetzt, also eine andere Map halt, ein großes Gebiet, das haben sie hier getan, sie würden neue Quests reinsetzen, das haben sie hier gemacht. Die Bedienung würden sie wahrscheinlich nicht großartig ändern. Das ist halt deren Konzept. Und das haben sie ja auch nicht überarbeitet. Also das Bausystem haben sie nicht überarbeitet. Das ganze Inventarmanagement haben sie nicht überarbeitet. Das hätten sie in Fallout 5 vielleicht auch nicht großartig getan. Weil es hat sich ja gut verkauft und dann bleibt man natürlich dabei. Wobei man sowas trotzdem verbessern kann, finde ich. Hm. Kannst du es ja als Fallout 5 betrachten vielleicht? Ich weiß es nicht genau, ob man... Jemand da? Nein. Man kann, während man läuft, nicht die Waffe wechseln. Das stört mich so ein bisschen gerade. Also wenn du dich ein bisschen bewegst, kannst du die Waffe nicht wechseln, anscheinend. Oder es hakt halt einfach nur ein bisschen. Das kann auch sein. Bin mir nicht so ganz so sicher, ob es an mir liegt oder am Spiel. Boah, jetzt Nebel, ist aber doof. Wo steht der denn? Das Mündungsfeuer hat ihn verraten. Es ist doch quasi ein neues Fallout. Man muss erstmal machen, neue Story, Online-Modus und so weiter, Geld verdienen. Eben, genau. Nee, VATS kann ja nicht 44 sein. VATS hat noch eine... Mal gucken, wenn ich hier gleich mal ein bisschen...
Da oben ist einer. Pass mal auf. Kann ich mal zeigen. Na, schwierig, geht gerade nicht. Au! Oh, das tat aber weh. Der Plan war ja, aufs Flugzeug zu springen. So ein Scheiß. Werden wir gleich mal zeigen können. Das halt funktioniert halt ohne Zeitlupe, ne? Sondern nur noch Anzeige der, der Trefferwahrscheinlichkeit. Zeitlupe kann es ja auch irgendwie gar nicht geben. Es ist ja ein Multiplayer. Du bist ja nicht mehr Single hier. Solo, ne? Da kannst du ja keine Superzeitlupe irgendwie einblenden. Da kommt ja keiner drauf klar. So ein Mitspieler würde ja allein schon nicht gehen. Weißt du? Hirnpilz. Lecker. Können wir hier irgendwie noch einen schnieken Screenshot von machen? Ach, geht so. Sieht nicht so geil aus, aber mit dem Nebel halt nicht, ne? Weiß, wer da sein? Da unten ist einer. Hier. So. Also 71%. Das ist quasi so ein Auto-Aim, ne? Wenn du es so sehen willst. Mehr ist das nicht hinter dem VRTS. Aber das geht ja auch nicht anders. Ist halt dann auch nicht mehr so krass, ne? Reicht die nicht so weit oder verfehle ich den wirklich so heftig? Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Kriege aber auch nur Körpertreffer gerade hin, hier. Da unten rechts rennt auch irgendwas noch. Da rannte noch was. Ist von da nach da gerannt eben. Gehen wir hier mal runter. Schade, wie leer. Eine Kochstelle. Das ist ja praktisch. Käffi, gute Nacht. Mal eben ein bisschen was zu essen fertig. Ribeye-Steak, Wolfsrippchen. Wir spielen, kleiner Mensch. Ja, und der da oben ist aber auch doof, dass er da hängt. Ah, der trifft ja nicht, ne? Und ich habe schönes Zielfeld auf seinem Kopf. Gute Sache. Der trifft gar nicht mit seiner Waffe. Die hat viel zu große Streuung. Ein bisschen trifft er. Kann ich mitleben. Ich frag mich, was ist da für eine Lady neben ihm ist. Können wir hier mal eben rein? Vorkriegsgate, kann man mitnehmen. Sonst ist hier nichts. Ja, dann da mal runter hier. Ist hier noch was? Was wir mitnehmen können? Schraubendreher brauche ich nicht unbedingt. Maschinenpistole. Ach, dann lassen wir es an für die nächsten. Ups, kleine Lex.
Nee, Abzocke ist es ja nicht. Ich meine, gut, ne, diese Beta war jetzt erstmal nur für die Vorbesteller. Ich weiß nicht, ob sie nochmal eine öffentliche Beta werden sie wahrscheinlich nicht machen. Aber das ist ja das Gute an Let's Plays oder sowas. Ne? Wenn man sich die anguckt, kriegt man am ehesten Eindruck davon, ob man sagt, ja, passt, kann ich mir vorstellen oder nicht. Bei Berichten in Spielezeitschriften ist man manchmal die Frage, berichten die wirklich auch Negatives oder trauen sich das nicht? Inwiefern, ne, ist es da abgesprochen, die wollen ja auch nicht ihren guten Werbekunden verlieren, irgendwo, sagt man ja manchmal so. Ich habe ihn doch hier erschossen. Wo ist er denn hingefallen? Der müsste doch hier irgendwo liegen, oder nicht? Der Typ? Wo ist er denn hingefallen? Ist er das? Ja, das ist er. Alles klar. Ja, aber in Let's Plays kann man das ja ganz gut sehen. Das vermittelt ja doch immer einen besseren Eindruck, finde ich, als irgendein geschriebener... Heute kein Kampf. Ja, müssen wir nicht, du. Wenn du keinen möchtest. Das ist okay. Einigen wir uns auf Unentschieden, du. Wo ist er denn? Willst du denn mir ein bisschen leid? Und gleich kriege ich auf die Mütze. Ich merke das doch schon. Das geht auch trotzdem nicht gut aus für uns beide hier. Ja, nix, du wolltest doch keinen Kampf. Ich bin's nur. Wo ist er denn? Oh, Fleisch und Bohnen, Teeflasche. Ja, nimm mal mit. Nimm mal auch mit. Radex. Wo ist er denn hin? Unten? Ja, der sieht aber so aus, als würde er mich scharmützeln wollen. Der Supermutanten-Scharmützler. Ach, wir können ihn auch in Ruhe lassen. Der tut ja niemandem was. Och, echt jetzt? Nein! Oh. Ich wollte doch mit Alt einfach nur die Kamera gedreht haben, um Foto zu machen. Also Vorsicht, wenn ihr mal mit mir zusammenspielt und ich will nur ein Foto machen, dann kann das auch in die Hose gehen. So. Baue den Verstärker an einer beliebigen Bastelbank. Und dann gehen wir da nochmal hin. Schnellreise. Ich habe jetzt keine Lust zu laufen. Wirklich nicht. Beta ist auch gut zu testen, ob das System noch läuft. Ach, ich bin überladen, dann kann ich schnell rein. Wie groß ist denn mein Problem? Au. Au, mein Problem ist größer. Nein, ist gut, du bleibst da und ich mache hier mein Ding und du machst da dein Mutantending. Okay? So, das finde ich immer noch eine sehr geile Sache, dass man einfach das Ding irgendwo aufstellen kann. Oh, was kostet mich das denn jedes Mal? Das finde ich, das muss man ihnen lassen. Das haben sie richtig geil gemacht. Gelagert. Wir stellen uns eine Rüstungswerkbahn, unsere Kiste auf. Und wir stellen uns unsere Waffenwerkbank mal auf. Wo können wir die hinstellen? Da oben? Ernsthaft? Gut, soll mir recht sein. Gegenstände verwerken. Gesamten Schrott verwerken. Zack. So. An einer beliebigen Bastelwerkbank. Gut, die haben wir jetzt hier nicht.
Gegenstände verwerten, Waffen. Das Lasergewehr hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ne? Die Pumpgun kommt mal weg, das kommt weg. Impro-Gewehr, Level 10, das können wir auch selbst herstellen. Sonst. Das bauen wir uns mal ab hier. Pumpgun, Jagdgewehr. Reicht das schon? Transfer, Gesamtschrott lagern. Alles klar. So, jetzt können wir aber schnell reisen. Ja. Ja, du musst auch alles mitnehmen. Du musst auch alles mitnehmen. Ich wollte doch nur, klingt irgendwie ähnlich wie ich habe nur Escape gedrückt. Das soll auch am 14. November rauskommen oder sowas, ne? Also, ich glaube, eine öffentliche Beta werden sie wahrscheinlich nicht nochmal machen, denke ich mir. Wo ist denn heute die Lyrik hin? Ich nehme schnell noch einen Schluck vom Bier. Dann dichte ich schnell diese Zeilen, während wir im Chat verweilen. Zum Spiel fällt mir heute leider nichts ein, aber macht ja nichts. Hauptsache, der Reim ist fein. Wunderlich, Twitch. Dankeschön. Ich hoffe, jetzt war hier nicht noch schon Respawn. Hier wird es ja wohl eine Bastelwerkbank geben. Ich vermute mal im ersten Stock. Oder auf der Rückseite. Und die Tiefenunschärfe geht mir ein bisschen auf den Sack hier in dem Spiel. Aber das geht auch. Herstellen. Questgegenstände. Ein Verstärker. Zusammenbauen. Anfertigen. Und begib dich zur nationalen Funkanlage. Och Mann. Die ist wirklich nicht da, wo der Fahrstuhl ist. Na, hat die damit gar nichts zu tun gehabt? Wie Rieke das schon sagte, die Quest? Boah. Ich spann mir das Laufen jetzt. Das wird ja nicht früher. Ich glaube immer noch, dass das was. Das war doch Rose da am Fahr. Aber wieso sollte die in der nationalen Funkanlage sitzen und Kontrolle über den Fahrstuhl haben? Das ist der Augenblick, auf den Rieke den ganzen Abend gewartet hat. Ich hab dich auch lieb. Rieke ist halt Wiff. Was ist ein Wiff für ein Begriff? Hätte ich noch nie gehört. Erklär mir den mal, wer kam's. Was ist denn, wofür, was ist denn Wiff? Wann sagt man denn Wiff? Ist das sowas wie Sitt? Nee, echt jetzt. Erzähl mir mal. Wiff schlau. Echt? Seit wann gibt's denn das? Ist das mehr so Internetslang oder hat das mehr was mit Dialekt zu tun? Ist das Dialekt oder ist das jetzt so irgendwie neuer Internetslang oder sowas? Gegen die Tiefenunschärfe gibt es im Spiel ein Item. Was? Purer Alkohol? Fernglas. Super. Achso, echt? Das ist tirolerisch. Ach was? Okay. Ja, wieder was gelernt. Dann ist es mir sympathisch. Wenn es jetzt irgendwie so ein komisches Neuwort wäre, dann würde ich es nicht so schön finden. Aber so finde ich es super. Pfiff, wieder was gelernt. Ob ich mir das merken kann? Blümchen! Blümchen! Schlauer Junge, Wiff, zack. Wie zack ist dann stehen für den Männlichen und Frauen sind nur Wiff und das andere ist Wiff, zack? Okay. Ach, Wasser. Nicht so richtig gut, ne? Ach, hier lungert doch schon wieder jemand rum. Oh.
Ja, wo sind's denn? Wo sind's denn hin? Ja, wo laufen's denn? Da waren's doch eben noch mehr. Mann! Kann man sich löschen? Muss man sich löschen? Brennt es einfach aus? Kann ich auch. Meine Fresse, die sind aber schon nervig, ne? Blümchen. Nee, Knallbeere. So. Ich bin gleich schon wieder überladen. Ich sehe es kommen. Jetzt gehen wir da aber auch hoch und gehen in das Lager mal rein. Psst, nein, muss er nicht. Nein, ich wollte so bis 23:30, maximal 12 heute machen. Toll, Ghule auch noch. Na super. Die sind so schnell, die Ghule. Was? Benutzt das Hullerservoir an einem Funkturm. Echt? Warum? Sollte ich? Gut, können wir machen. Gut, dass sie in den Kisten liegen, die Splittermähen. Holos, zur Anforderung von Vorräten hoch. Wie hochladen? Wo denn hochladen? Hier irgendwie? Da! Ja, da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir wollen da hin. Yep, da wollen wir hin. MB-Spiele! Super Name. MB-Spiele, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für das Abo. Maulwurfsrattenhappen, ist der gekocht oder nicht? Nee, doch, klar, ne? Sonst wäre der. Oh, wow, das bringt aber wieder Strahlung her. Ja? Reichlich. Karottenblumennektar, den können wir mal essen und. Ja, muss reichen. Dankeschön, herzlich willkommen. Ob da was Praktisches geliefert wird, das frage ich mich auch. Ob da was für mich Praktisches geliefert wird oder nicht. Den Gedanken hatte ich auch. Mal gucken. Ich will mir gleich erstmal einen Cappuccino nochmal holen.
Also der Haken ist echt nicht schlecht, den ich hier habe. Ein Supermutant ist doch nicht alleine, oder? Ja, ich habe so gut erkannt. Macht aber nichts. Ich meine, er hat das schon ganz gut erkannt, ne? Muss man ihm lassen. Mach ich mal weg, weil mich die Anzeige da oben... Ich finde sie halt nicht schön. Auch da könnte man sagen, hey, pass auf, wenn du sehen willst, welche aktive Quest du hast, dann drück doch T wie Quest oder sowas, weißt du? Und dann blenden wir es nochmal eben kurz ein. Würde ich deutlich besser finden. Also mehr UI-Minimalismus. Aber das ist auch Geschmackssache halt. Ne? Das liegt aber auch daran, dass ich aufnehme und dass ich Thumbnails machen möchte irgendwie so. Ich betrachte das aus der Sicht eines durchschnittlichen Let's Play-Fotografens. Aha, wie romantisch. Wow, gleich 10 Rad. Gehen wir da doch mal rein. Das sieht doch schon nach Quest aus, oder? Leuchtendes Herz. Cool. Entdeckt Standort Alpha. Das sieht jetzt gar nicht so aus wie irgendwie. Okay, ein schönes Thumbnail. Aha. Aufseher-Logbuch. Raketensilo Alpha. Hier ist niemand. Nicht einmal Überlebende des Militärs. Ist vielleicht doch besser so. Ich glaube nicht, dass es gut gewesen wäre, wenn Voltec die Kontrolle über die Atomraketen gehabt hätte. Das bedeutet allerdings auch, dass ich ausgesperrt bin. Der Zugang ist nur auf die höchstrangigen Offiziere beschränkt. Es wird nicht einfach, das System zu täuschen. Wenn wir diese Anlagen nicht sichern können... Oh mein Gott. Die automatisierte Fabrik im Silo... Wie viele Atomraketen kann sie wohl herstellen? Oh, will ich da jetzt runter? Nein, will ich nicht. Aber dann müssen wir nochmal zurückkommen hier. Das geht hier... Ah, das ist cool. Unterirdische Anlage. Da wird bestimmt viel geschossen und alles. Tolles Tor haben sie da. Sie hätten Zaun bauen sollen. Finden sie nicht? Das Militär hat auch gar keine Ahnung mehr. Wir machen erst diese eine Quest fertig, dann können wir ja wieder zurückgehen. Sonst. Dann können wir uns noch mal ein bisschen durch die Gegend schießen. Warum habe ich das Gefühl, dass es hier tief runter geht gleich? Ja. Jo, wir haben es geschafft, wir sind da. Was ist denn das Problem? Da unten sind noch garantiert wieder einige Gegner. Das sieht doch schon so aus. Verletzt, ihr habt ja auf den Kopf geschossen. Aber okay. Eine Protektorenwaffe, legendär. Wie geil. Komm her, zeig dich.
Also so legendär kann der jetzt auch nicht sein. Gut, auf offener Straße möchte ich ihn jetzt nicht treffen. Warum steht denn da jetzt nur noch Gefahr? Warum steht denn da... Gute Nacht, Marine. Meint ihr überhaupt jetzt noch Schaden, oder? Ja, komm mal zurück, Junge. Bot hier. Nicht, dass das ein unkaputtbarer Zaun ist, das wäre ärgerlich. Lauf doch nicht weg. Ich könnte Granate runterschmeißen, weil der verfehle ich ihn wahrscheinlich. Wo geht der denn ganz hin? Echt jetzt? Also, was Legendäres hat er jetzt ja nicht an sich, ne? Kommt er da vorne wieder raus? Ich kann das hier gar nicht abschätzen. Oder wo geht er hin? Star Trek's Namen. Du bist legendär? Bist du sicher? Ich weiß nicht. In die Beine schießen bringt ja viel mehr. Rechter Arm. Minus 15%. Oh. Schaden ist super. Kann das mal jemand klippen, bitte? Ja, ist mir klar, Morpheus, dass du den NPC meintest. Ich schließe mich da aber auch direkt an. Das hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert, ne? Jo, guten Abend. Und Zuschauer, moin. Das ist, kommst du genau rechtzeitig und den Fällen. Hat das mal jemand geklippt? Weißt du jetzt, warum der Protektor legendär war? Ja, der kann dich auch noch sein, nach seinem Ableben noch killen. Problemlos. Explodieren die immer? Da war doch was, ne? Aber ganz ehrlich, der lag, ist so in Ruhe auf den Boden gefallen, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass der irgendwas macht. Gerade. Ich muss hier irgendwie hoch jetzt. Ich will auf alle Fälle an meinen Schrott. Ich muss sowieso in die Richtung. Aber meinen Schrott würde ich schon ganz gerne ran. Ach so, was Doofes. Ja, ach, mach doch Matsch, du. Mach mal. Ich muss dich nur wieder verletzen. Lauf mir mal nicht hinterher. Wow. Vor mir sind auch welche. Den Scheiß. Ach klar, dass sie überall Supermutanten sind. Irgendwie war es klar. Deshalb hat er mir auch die Armschiene hinterlassen. Die werde ich gleich erstmal anlegen.
Ich will meinen ganzen Schrott wieder haben. So. Also, Armschienen, diverse Hilfsmittel, Kleidung, des Mutantenstellers. Ach, verdammt. Item Level 25. Ich hasse dich. Also. Wir müssen hier rein, ne? Dann gucken wir uns das mal an.